Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS17 auf der PlayStation 4 auf der Karte Gold Quest Rally. Und wir misten gerade mal hier bei den Kühen aus und beladen unseren neuen LKW, unseren neuen gebrauchten, sage ich mal, der schöne MAN mit Hecklift. Da haben wir hier Miststreuer montiert und werden den gerade mal beladen und gerade das Feld neben den Kuhstall noch fertig düngen und nachher mit dem Fendt nachher pflügen. So, das sieht schon ganz gut aus. So, da geht einiges rein. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt so ziemlich den Mist hier alles weg. So, und einige Felder haben wir schon gemacht. Ich muss gerade mal schauen, ob der Helfer da noch aktiv ist. Da haben wir Gülle drauf gebracht. Das wären die Felder neben unserem Hof gewesen. So, jetzt ist das hier schon fast leer. So, und da ist auch voll. Okay. Vielleicht sollte man mit der vollen Schaufel nicht so ruckartig lenken. Okay, dann starten wir mal das Teil. Haben wir extra hier Breitreifen drauf gemacht, damit wir da im Feld nicht so einsinken. So, hier haben wir nämlich noch die halbe Technik hier drauf zu stehen für die Ernte. Wir haben ja hier Dauerregen, sage ich mal. So, allzu viel war da gar nicht mehr, hätte ich gemeint, zum Mist streuen. Aber wir machen das gerade mal fertig, wenn ich dann irgendwann mal gerade fahren kann. So, jetzt steht da unten noch die ganzen Mähdrescher und Traktoren im Weg. Das ist natürlich nicht so günstig. Und ja, vielleicht muss ich die alle wegstellen mal. Oder wir machen später den Streifen, wo die jetzt drauf sind, sobald die Ernte da anfängt. Oder sobald wir wieder ein bisschen Mist haben, können wir ja da noch streuen.
Da seht ihr, da bin ich schon drum rum gefahren. So, was ich noch cool finden würde, damit man da angezeigt bekommt, wie viel Prozent man denn schon vom Feld gedüngt hat. Das wäre natürlich noch vorteilhaft. So, und ich komme mit dem Mist eigentlich recht weit, muss ich sagen. Also von der Fläche, was wir da bestreuen können, hätte ich gedacht, das ist weniger. Aber wenn wir da wirklich mal irgendwann richtig viel Mist haben, ist das natürlich eine super Sache. Man kann den natürlich auch verkaufen. Es gibt Leute, die zahlen dafür Geld. Jedenfalls hier auf der Karte. So, 12.000 Liter haben wir da noch drin. Mal da noch fahren. Ja, es gibt da noch so ein paar Streifen, was ich da vergessen habe. Ob das wirklich sich groß auswirkt nachher auf den Ertrag, bin ich mir nicht sicher. Ich denke, wenn wir den Großteil abgedeckt haben hier und vielleicht ein, zwei Flecken vergessen haben, macht das natürlich gar nichts. So, das Einzige, was mir noch ein bisschen Sorgen macht, der Regen. Der Regen wirft mich hier zurück. Ich muss die Felder abernten und habe bloß schlechtes Wetter. Da kann ich nichts machen. Da bleiben die Drescher einfach stehen. Also ich würde sagen, wir lassen den LKW mal hier stehen. Vielleicht erübrigt sich ja das Problem von selber. Damit ich nachher sagen kann, okay, ich kann mit der Ernte anfangen, schick die Geräte da drauf. Und habe nachher noch den kleinen Platz hier, wo sie jetzt draufstehen, zum Miststreuen frei. Okay, jetzt schauen wir mal auf dem Hof. Warte mal, wir gehen mal so lang. So, der steht beim Händler. Letztes Mal irgendwas verkauft. Ich glaube, den IT-Runner. Und der ist eigentlich fast fertig mit Flügen. Fast. Bis aufs Vorgewände. Das machen wir gerade noch. Und dann kann ich mit dem rüberfahren zu dem Feld, wo ich jetzt Mist gestreut habe. Und dann werden wir den Mist noch runterflügen.
Oder vielleicht der Helfer. Wahrscheinlich der Helfer. So, ich denke, das reicht. Dann fahren wir mal mit denen zum Feld bei den Kuhstall. Und hoffen, damit es irgendwann mal aufhört zu regnen hier. Das ist ja Wahnsinn. Jedes Mal, wenn ich ernten will, haben wir hier schlechtes Wetter. Wir haben jetzt schon etliche Folgen hier, wahrscheinlich schon 5, 6 Folgen Regen. Und langsam geht mir dann bei Regen auch die Arbeit noch aus. Ihr seht ja, hier sind noch Felder, die muss ich noch ernten. Und allzu viel Zeit habe ich nicht mehr, bis der Winter einbricht. So, jetzt bin ich da auch noch leicht ans Auto gekommen hier. So, ich bin viel zu schnell, aber wir haben es eilig. So, da sind unsere Äpfelbäumchen. So, dann lassen wir den Helfer hier mal das Feld pflügen, arbeiten wir hinterher nach. Und den lassen wir noch da stehen. Der ist da auf dem Hof. Ja, wenn ich so dicht reinfahre, komme ich nicht mehr raus hier. Aus der Tür. So, genau. Ich denke, nachher wird es ein bisschen stressig, falls es wirklich mal aufhört zu regnen. Und wir werden den Laster hier schon zu die Maisfelder stellen. Weil ich denke, die Maisfelder werde ich dann nach den Sonnenblumen gleich abernten. Auf jeden Fall wird da der erste Dröscher, was freies, hier zum Mais gehen. Und dann werden wir da Mais ernten. Und wir fangen da unten bei dem Maisfeld an, was an der Straße ist. Und stellen mal gegenüber schon den LKW hin zum Abfahren. So. Genau. Haben wir das auch. Dann kann ich nachher da weitermachen. Jawohl.
Wie lange regnet es eigentlich noch? So, die Kühe haben wir erst versorgt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie schon alles bekommen haben. Ja, Kraftfutter könnten sie noch ein bisschen was brauchen. Sonst sieht es gar nicht so schlecht aus hier bei unseren Tierchen. So, Mist haben wir da noch drin. Den Mist können wir hier bei unsere Obstbäume reinmachen. Dann wachsen die da schön, die Äpfel. So, einmal. Wasser müssen wir denen auch geben, obwohl es ja, wenn es regnet, wäre es natürlich cool, wenn sie selber da Wasser nehmen würden. Okay. Für alle reicht es natürlich wieder nicht. Wie immer. Oh, da falle ich noch fast um. Aber ihr seht, es wird eigentlich ja nicht langweilig hier. Auch wenn es mal nichts zum Ernten gibt, gibt es genug Arbeiten, was man, oder was ich jedenfalls noch machen kann. So, jetzt ist er dann wirklich leer hier. Der ganze Mist ist weg. So, dann kriegt der Baum da noch was. Er will nichts. Jetzt. So, den Rest versuchen wir noch beim LKW reinzumachen. Dann haben wir auf jeden Fall die Schaufel wieder frei hier. Muss den bloß gerade mal noch ein Stück vorfahren. Da tut der alte Stück. Finde ich cool, damit sie jetzt da dann doch noch so viel LKWs mit reingenommen haben. Auf jeden Fall hier auf der Konsole. Das war ja immer so, was da noch gefehlt hat. Und jetzt haben wir da super Technik bekommen, mit was wir da cool spielen können. So, haben wir das auch erledigt. Ich sage, jetzt könnte es wirklich mal aufhören hier mit Regen. Aber das scheint nicht der Fall zu werden. So, und für irgendwas habe ich den noch extra da stehen lassen. Aber ich bin mir, ich weiß es nicht mehr. Was wir ja gerne hätten haben wollen, ein größeres Güllefass. Das da wäre natürlich cool. 30.000 Liter gehen da rein.
Da können wir halt überall nichts anbauen. Da können wir keinen Schlöppschlauch anbauen. Da schon, aber da passen 21.000 Liter rein. Das ist ungefähr so, wie wir jetzt haben. Haben wir natürlich eine riesen Arbeitsbreite. Ja, da gefällt mir noch als Zubringerfass. Das Feldrandcontainer steht jedenfalls so da. Ja, Gülletechnik wäre natürlich auch noch so ein Thema, wo sie da noch ein bisschen investieren könnten. Was kriegen wir eigentlich für unseren Schleppschlauch, Fass, was wir jetzt haben? Könnten wir gerade mal schauen. Kriegen wir noch 12.000, reicht das Geld auf jeden Fall mal nicht, um da noch irgendwas groß anzureisen. Regen, Regen, Regen. Der ist da fleißig am Pflügen. Der kriegt nachher ein Problem, weil alle da unten im Weg stehen. So, haben wir alle Geräte durch. Haben wir alle durch. Wie gesagt, geht mir langsam die Arbeit aus, wenn es regnet. Was soll man noch groß machen? Können auch die Hühner einsammeln. Ab und zu gebe ich die dann wieder ab. Gibt manchmal noch ein bisschen Taschengeld. Können wir wieder nach McDonald's Burger essen. Ich glaube, jetzt haben wir hier auch gar keinen Traktor mehr auf dem Hof zu stehen. Also das Fass ist nicht schlecht. Uns würde aber natürlich ein größeres mehr gefallen. Okay, was ich noch machen wollte, eigentlich mal schauen, welche Felder wir eigentlich alle pflügen müssen. Ist ja nicht so, damit wir wirklich alle pflügen müssen. Das, was ich jetzt mache, muss ich auf jeden Fall pflügen. Das ist mal richtig. Und ansonsten ist bloß das Feld 16 noch zum Pflügen. Das ist das, wo die Kartoffeln drauf waren. Die muss auf jeden Fall, müsste ich das noch pflügen. Und genau, jetzt fällt mir, glaube ich, sogar wieder ein, was ich eigentlich wollte. Und zwar wollte ich beim Händler ein Gewicht kaufen für den. Und zwar von Fendt selber. Würde natürlich passen. 2500 Kilo. 2000 Kilo. 2000 sollten ja eigentlich ausreichen. Ich glaube, zwei reichen. Warte mal, haben wir jetzt das gut. So, dann kann ich mit denen auch anfangen zu pflügen, und zwar das Kartoffelfeld. Aber da müssten wir natürlich erst noch Gülle drauf bringen. Zeig mal, sieht noch recht winzig aus hier das Gewicht. Dafür, damit es 2000 Kilo, 2 Tonnen haben soll. So, wenn wir wenigstens mal einen Traktor Richtung Hof wieder bringen. So, bei dem Sauwetter gehen hier schon die Straßenlampen an. Mittags um 11:30. Das ist doch nicht zu glauben, wann hört es endlich auf, ey.
So, jetzt haben wir auf jeden Fall auch noch ein Gewicht für den bekommen. Und jetzt ist es auch besser mit dem Güllefass. Oh, ein bisschen ist noch drin, dann können wir es schon gleich mal loslegen und werden uns dann noch den Traktor holen, wieder zum Gülle zu bringen. So, fangen wir gleich mal an. Natürlich hier schön. Ist ja eigentlich bei Regen wäre das ja die perfekte Arbeit. Dann geht es gleich im Boden. Der Geruch ist nicht so intensiv. Und die Anwohner regen sich nicht auf, wenn es wieder nach Gülle stinkt. Aber man muss doch schon sagen, das ist ja bloß, was ist das jetzt, eine Arbeitsbreite von 15 oder so. Aber dafür ist der Anhänger dann auch wieder wendig. Und dafür ist aber auch gleich wieder leer. Gleich leer. Okay, alle. Dann holen wir mal noch den LKW. So, unser gutes Stückchen hier. Günstig im Unterhalt, günstig in der Anschaffung. Was will man mehr? So, und hier beim Hof haben wir noch so ein Güllelager. Da ist vielleicht sogar ein bisschen was drin. War mal gerechnet, wenn wir da wirklich so viel Gülle produzieren, damit wir hier das irgendwie zwischenlagern können und hier wieder wegholen. Ich habe es noch nie geschafft, damit es irgendwie bei den Schweinen oder bei den Kühen wirklich das Güllegrube voll war. So, und eigentlich habe ich das Fass mal gekauft zum Wassertransport, deswegen ist es auch blau. Jetzt machen wir halt Gülle, spülen das natürlich nachher schön aus und dann können wir wieder Trinkwasser fahren. Genau, Trinkwasser für die Tiere.
So, ich hoffe, ich sink hier nicht ein. Bei dem Regen, bei der feuchten Witterung. Aber so weit ist es ja noch nicht bei LS17, damit wir da dynamischen Boden haben. Aber das wäre natürlich spektakulär, wenn wir uns da noch festfahren könnten. Okay, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und wir hoffen, damit wir nächstes Mal besseres Wetter haben. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.